Mit dem heutigen technischen Update sind einige gute Veränderungen ins Spiel reingekommen, ein paar Bugfixes und so weiter. Aber es ist auch eine sehr krasse Veränderung mit reingekommen, die erstmal gar nicht so mit in den Patch Notes stand. Und zwar dürfen wir jetzt keine Barter-Items mehr auf den Boden legen. Das heißt, der Austausch von Gegenständen außerhalb von Waffen, Medizin und solchen Geschichten ist jetzt sozusagen verboten. Also man kriegt es gar nicht mehr aus dem Gepäck raus. Diese Geschichte soll erstmal Cheater bekämpfen, was an sich eine gute Sache ist von der Grundidee her. Und das wird sicher hier und da auch funktionieren. Allerdings sind da schon Stimmen, die sagen, nein, es bringt erstmal nicht so viel. Gucken wir uns gleich mal an, warum da so krass gegen argumentiert wird teilweise. Und viele argumentieren dagegen mit ganz, ganz anderen Sachen, dass die Spieler an sich getroffen werden, dass man nicht aufs große Ganze schauen würde und so weiter und so fort. Also die Community scheint sich so ein bisschen zu teilen, weil es gibt natürlich auch die, die das super geil finden. Tolle Sache, dass das jetzt passiert ist. Und die andere Seite, die komplett dagegen ist. Ich habe eigentlich keinen so richtig gefunden, der so neutral ist, außer ich vielleicht wieder. Aber entweder pro oder contra ziemlich krass. Da wird es nicht gekloppt. Mal gucken, ob die Änderung so bleibt. Und wir schauen uns die ganzen Pro und Kontras mal an. Dann gucken wir uns mal an für die Übersicht ganz kurz, was wir denn alles nicht mehr können. Und zwar zum Beispiel Bitcoins ablegen geht nicht. Wir kriegen immer diese Fehlermeldung hier. Bitcoins 1 wird komplett zerstört, wenn wir es auf den Boden legen. Grafikkarte genauso. Es gibt einige Barter-Items, die noch gehen. Und zwar sind das Quest-Items. Multitool zum Beispiel geht, kann ich auf den Boden legen. Die Granate, die Waffe. Geld geht nicht, aber bis zu 20.000 Rubel gehen noch. Es gibt eine schöne Liste, gucken wir uns gleich mal an, was alles geht und was nicht geht. Aber ihr seht schon, das meiste geht nicht mehr. Propital geht noch, aber wenn ich das zweite Propital auf den Boden lege, geht das nicht mehr. Also wir sind hier stark eingeschränkt. Es ist nicht ganz unmöglich, Sachen auf den Boden zu legen, aber wir sind stark eingeschränkt. Schlüssel beispielsweise gehen gar nicht mehr. Schauen wir uns jetzt mal die Liste an, die hier ins Forum gepostet wurde. Link unten in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne selber mal angucken. Und zwar ist hier genau definiert, was momentan eingeschränkt ist. Und zwar ist das Geld, Schlüssel, Container, spezifische Armbänder, Info-Items und einige der seltenen Nahkampfwaffen. Dazu erlaubt in geringer Anzahl ist noch weiterhin Rubel. 20.000 Rubel können auf den Boden gelegt werden. Golden Checkname 3 Stück, also das ist für die Quest-Reihe, dass man 3 Golden Chains auf den Boden legen kann, seinen Kollegen geben kann, damit er die Quest machen kann, Gunpowders 3 Stück, Toolset und so weiter. Also es gibt noch einige Ausnahmen zu dieser Regel, wohlgemerkt, es handelt sich hier nur um Items, die nicht Fountain Raid sind, das heißt, wenn ihr irgendwas findet bei Fountain Raid, zum Beispiel, ein Red Keycard, dann könnt ihr natürlich immer noch auf den Boden werfen, euren Kollegen geben, das ist kein Problem, ihr dürft nur nicht eine Red Keycard mit in den Raid reinnehmen und sie euren Kollegen schenken, das geht nicht mehr. Wer jetzt nicht genau weiß, warum das Ganze gemacht wird, es geht darum, das RMT zu bekämpfen und RMT bedeutet Real Money Trading, das heißt, es geht darum, dass Leute in die Raids reingehen, mutmaßlich Cheater, und Items aus diesen Rennen unten rausholen, um diese dann gegen Echtgeld zu verkaufen. Das heißt, Leute nehmen die Items raus, gehen auf eBay oder auf irgendwelchen Handelsplätzen und verkaufen da Items an Leute gegen Echtgeld. Das heißt, das Ganze funktioniert nur, weil wiederum Leute da sind, die das für Echtgeld kaufen, um sich eben einen zeitlichen oder auch einen spielerischen Vorteil zu erkaufen. Und das bedeutet, dass diese Cheater möglichst viel Loot in möglichst kurzer Zeit kriegen müssen. Deswegen sind insbesondere Labs und solche Maps von Cheatern betroffen, die so einen RMT-Handel betreiben. Hat der Verkäufer einen Käufer gefunden, trifft man sich in einer Runde und es werden die Sachen auf den Boden gelegt, das Geld, nachdem das Geld überwiesen wurde. Und somit ist der Handel abgeschlossen. Das soll jetzt damit verhindert werden. An sich eine geile Idee und es wird sicher auch funktionieren. Das Problem ist, was das Gegenargument ist von einigen, es gibt nicht nur den RMT-Handel, sondern auch das Boosting, das Carrying. Und zwar sieht das so aus, und du bezahlst jemanden dafür, dass er dich eine Runde carried, derjenige hat einen Cheat, zieht dich durch die Runde, schießt alles kaputt, was er sieht, und du hast praktisch freie Bahn, kannst ganz gemütlich looten, die ganze Runde durchlooten, alles was du willst, deine Quest machen und so weiter, und mit sehr, sehr viel Loot rausgehen, mit den wertvollsten Sachen. Das bedeutet, dass möglicherweise, ich finde dieses Argument etwas schwammig, ehrlich gesagt, aber dass möglicherweise diese Cheater, die jetzt dieses Boosting machen, sozusagen diesen Runden-Carry machen, mehr bezahlt werden, mehr angeschrieben werden, ihre Dienste mehr in Anspruch genommen werden, weil eben das RMT-Carry nicht mehr funktioniert. Das ist ein Gegenargument.
Das nächste Gegenargument ist schon viel sinnvoller, und zwar geht es darum, dass man seinen Freunden ja natürlich helfen will und das eingeschränkt wird. Das heißt, wenn mein Kumpel bitte in Customs Office reingehen soll, dann möchte ich ihm den Schlüssel dafür geben, damit er da reingehen kann. Das geht nicht mehr. Da wiederum die Pro-Seite sagt, ja, aber du kannst ja trotzdem mit ihm in den Raid reingehen, ihm die Tür selber aufschließen und er kann das Ganze durchlooten. Also hat es ja nichts verändert. Das Gegenargument, was als nächstes kommt, logischerweise ist dann, ja, aber ich möchte meinem Kollegen gerne Barter-Items geben. Also zum Beispiel Items für sein Hideout zum Ausbauen oder vielleicht sogar für die Quest. Na, Quest brauchst du immer Fountain Raid, aber fürs Ausbauen oder sonstige Sachen, die man eben nicht Fountain Raid braucht, möchte ich ihm gerne geben. Und das geht nicht mehr. Die Pro-Seite sagt, ja, und das ist gut so. Weil im Grunde genommen soll jeder sein Spiel spielen und so weiter, verstehe ich. Mich betrifft das gar nicht, weil ich mache alles solo und alleine. Also von daher, ich bin davon ja auch gar nicht beeinflusst zum Beispiel. Aber natürlich sind das die Ausnahmen. Die meisten spielen im Team, die meisten spielen mit Freunden. Und natürlich auch jemand, der mal wenig Zeit hat, der möchte auch mal vielleicht, ah, hier Kollege, ich gebe dir die 2, 3, 5 Sachen, dann kannst du schnell deinen Hideout hier und da ausbauen, dann haben wir wieder die Möglichkeit, das und das zusammen zu machen. Das ist jetzt komplett weg. Und das wird erstmal wegbleiben. Ich sag erstmal, weil wir wissen, dass Battlestate Games schon mal vor langer, langer Zeit über sogenannte Shared Stashes gesprochen hat. Das bedeutet, es sollen in Zukunft so eine Art Clan-System eingeführt werden. Wir werden gucken, was mit Tug of Arena passiert. Spätestens da wird ja sowas kommen. Aber für das Hauptspiel an sich soll das kommen. Clan-Systeme, das bedeutet, man macht zusammen irgendeine Art von Gruppensystem und teilt sich dann den Stash in dieser Gruppe. Und damit wäre dieses Problem wieder komplett behoben, weil du dann sagen kannst, hier, nimm meinen, was ich, Injector und nutze den für dein Hideout, und das wäre dann wiederum kein Problem. Das Ding ist natürlich, dass wir momentan dieses Clan-System noch nicht haben, aber die Einschränkung jetzt reingekommen ist, bevor das Clan-System implementiert ist. Also das ist mehr so ein Trostpflaster, dass das in Zukunft kommen könnte, wer weiß wann. Aber ja, ein kleiner Ausblick vielleicht. Das nächste Kontraargument ist absolut verständlich, und zwar geht es da um Streamer oder auch um andere Leute, die einfach nur freundlich sein wollen und Leuten einfach mal was schenken wollen. Ihr wisst, es gibt viele Leute, die in eine Runde reingehen und einfach nur Roleplay machen, sich in einen Eisladen reinsetzen und Getränke verkaufen, ohne jemanden zu erschießen, einfach nur hier hast du einen O-Saft und so weiter. Es ist lustig, es macht Spaß, es ist was komplett anderes, es ist eine schöne Abwechslung und es ist ein cooles Spielsystem, so mal ranzugehen an die ganze Sache. Das geht komplett gar nicht mehr. Theoretisch müsste man sich die Waren, die man dann für seinen Tante-Emma-Laden hat in der Runde, müssen wir sich in der Runde auch zusammensuchen und dann verkaufen, ist natürlich alles viel, viel schwerer. Es gibt Leute, die führen irgendwelche lustigen Gespräche und sagen dann, ja, du hast die Frage richtig beantwortet, hier hast du eine Grafikkarte, bam. Diese Spielereien gibt es nicht mehr. Trotzdem gibt es auch hier noch eine Pro-Seite, und zwar die sagen, ja, es gibt ja auch schlecht oder nicht so gut gemeinte Aktionen. Zum Beispiel Streamer, die sich von ihrer Community so stark beschenken lassen, dass sie geboostet sind, dass sie innerhalb von kürzester Zeit die Aufgaben erledigen, ohne selber viel Arbeit investiert zu haben. So wird ja oft gemeckert in der Community, dass ein oder andere Streamer es gar nicht selbst geschafft hat, sondern die Community ihn nur geboostet hat und. Wie auch immer man das bewerten mag, ob das gut oder schlecht ist, es ist nicht mehr möglich. Ein Kontraargument ist, dass man solche Maßnahmen immer unvorbereitet und überstürzt trifft, dass das so große Auswirkungen auf das Spiel hat, dass die Leute praktisch sich gar nicht darauf vorbereiten können. Ist aber auch wichtig so, weil du willst ja nicht, dass dein Cheater sich darauf vorbereitet, aber okay. Und dass die Konsequenzen größer sind, als man es vorher denkt. Warum muss man denn immer eine Mücke mit einem Elefanten erschlagen, oder wie man sagt? Hä? Ist das Argument, dass man einfach übertreibt und Probleme auch anders lösen kann, als auf diese Art und Weise. Die Pro-Seite wiederum argumentiert, das kommt nicht von ungefähr. BSG kämpft ja schon seit Ewigkeiten gegen Cheater, haben sich das lange, lange alles überlegt. Und es ist einfach ein Schritt anscheinend, der in letzter Konsequenz gezogen wurde, weil der Kampf einfach eine neue Dimension angenommen hat. Und im Grunde genommen wir alle glücklich darüber sein könnten, dass BSG so dahinter ist, dass den Cheatern weiterhin was entgegengeworfen wird.
Und ein Argument noch, was immer da sein wird, Casual versus Hardcore. Also die Casual-Spieler, die es jetzt noch schwerer haben, weil sie sich irgendwie auch gegenseitig nicht unterstützen können, wenn einer einen Schlüssel findet. Zum Beispiel hier, Kollege, hast du den, wie gesagt, das ist nochmal ein nicht so gutes Beispiel, weil man die Tür immer noch aufschließen kann. Ja, das ist auf jeden Fall, wie man es auch dreht und wendet, Casual-Spielern schwerer gemacht wird. Und das Gegenargument dazu ist, ja, aber wenn es weniger Cheater gibt, wenn es weniger Leute gibt, die mit Echtgeld handeln und so weiter und so fort, dann profitieren alle davon. Und zwar vor allem der Casual-Spieler, dem es dadurch auch besser gehen wird, weil er es viel leichter haben wird, an seine Sachen ranzukommen und so unfaire Situationen viel seltener begegnen wird. Also mein Resümee zu dem Ganzen ist folgendes, eigentlich ganz, ganz simpel. Finger weg von Twitter für die nächsten 24 Stunden. Was da abgeht, je nachdem, in welche Bubble ihr reinschaut, wenn ihr jetzt bei jemandem reinschaut, der pro ist und sagt, boah, super Veränderung, werdet ihr laute Kommentare finden, ja, geil, und die ganzen Leute, die rumheulen, schrecklich. Und wenn ihr bei jemandem reinschaut, der sagt, schlechteste Änderung jeweils, dann ja, super schlechte Änderung, Katastrophe. Also, und wenn sich diese beiden Bubbles irgendwo hier und da mal treffen, was oft vorkommt, vor allem auf den offiziellen Kanälen, guckt mal bei Escape from Tarkov, bei Battlestate Games, treffen die Wellen aufeinander und das ist wirklich momentan ein Massaker. Also es gibt so keinen Mittelweg, es gibt nur Pro oder Contra und das ist ziemlich böse. Macht euch selber Gedanken, ob es gut oder schlecht ist. Ich meine, wir können am Ende eh nichts dran ändern und vertrauen darauf, dass es gut wird. Ich hoffe, ich konnte so ein paar Argumente liefern, dass ihr euch ein paar vielleicht auch andere Gedanken machen könnt und es nicht so einseitig sieht, dass es doch viele Aspekte hat. Leute, bleibt gesund und sauber, macht keinen Quatsch. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.